Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zu unserem Abendgottesdienst heute hier in St. Georg. Der morgige Sonntag trägt den schönen lateinischen Namen Cantate. Singt, und so lautet auch der Psalmvers für morgen, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir haben allen Grund, Gott ein neues Lied zu singen, Gott zu loben und zu danken. Denken wir nur daran, was wir alles Gutes in unserem Leben empfangen haben. Menschen, die für uns da sind, die uns begleiten, die Gaben der Schöpfung Gottes, an denen wir uns erfreuen dürfen, und die Zusage der Barmherzigkeit, der Liebe und Fürsorge Gottes für uns in unserem Leben. Alles ein guter Grund, Gott zu loben und zu danken. Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst etwas Besonderes hören werden. Die Bach-Kantate Jauchzet Gott in allen Landen. Und ich danke jetzt schon den Musikerinnen und Musikern für den Genuss, den sie uns damit verschaffen werden. Eine kleine Bitte an Sie, Ihr Lob für die Musiker, Ihren Applaus, dann bitte erst nach dem Orgelnachspiel, aber dann darf das auch sein und hat seinen Platz. Hören wir nun den ersten Teil der Kantate. Thank you.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind hier, um miteinander Gottes Wort zu hören. In seinem Licht betrachten wir unser Leben. Wir blicken auf das Gelungene. Wir blicken auf das, was unter unseren Händen missraten ist. Wir glauben an Gott, den Vater. Aber halten wir auch seine Gebote und richten wir in unserem Leben uns aus nach seinem Willen? Wir glauben an Gott, den Sohn. Aber folgen wir auch seinem Vorbild und setzen wir uns ein, wofür er sein Leben riskiert hat? Wir glauben an Gott, den Heiligen Geist, aber lassen wir ihn auch wirken und sind wir bereit, uns und unser Leben durch ihn verändern zu lassen? Mit all diesen Fragen treten wir vor Gott und bitten um sein Erbarmen. Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott hat sich über uns erbarmt. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden und ist den Weg der Liebe bis ans Kreuz gegangen. Durch ihn sind wir versöhnt und frei. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Oh.
Lasst uns beten. Gott, dich preist unser Lied. Dein Wort schenkt uns Freude und Zuversicht. Es tröstet und stärkt uns. Hilf uns durch deinen Geist, dass wir dein Lob singen und dich verherrlichen mit unserem Leben. Erhöre uns um deiner Liebe willen durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Sonntag Kantate steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Hören wir den Choral »Du meine Seele singe«. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Lob Gottes, das, wie wir im Evangelium gehört haben,
die Schar der Jünger anstimmt, hat vor Ostern und nach Ostern den gleichen Grund, die gleiche Ursache. Das Evangelium, das wir gehört haben, führt uns im Leben Jesu zurück zum Palmsonntag, zum Einzug in Jerusalem. Als die Schar der Jünger den Ölberg erreicht hat, bricht sie in Jubel aus, nicht ahnend, was alles noch kommen wird. Der einzige Grund für den Jubel der Jünger ist ihre Erfahrung, ihr Erleben, ihre Überzeugung, dass Gott durch Jesu Taten und Worte, durch seine Person in unserer Menschenwelt anwesend ist, gegenwärtig ist, erfahrbar wird. Es ist die Überzeugung, dass Gott zu uns spricht durch diesen Menschen Jesus, dass er sich hier in ganz neuer Weise uns zeigt. Die Wunder Jesu, seine Zuwendung zu den Menschen, seine Botschaft vom liebenden, den Menschen zugewandten Gott, das ist der Grund für ihren Glauben. Es ist der Glaube, dass Gott in dieser Welt wirkt. Und die Botschaft Jesu von der Vergebung Gottes, von seiner Gerechtigkeit, die Botschaft, dass alles Leben lebenswert ist, darin sehen sie auch Gott und hören Gottes Wort. Eine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die damals nicht alle mit ihnen geteilt haben. Eine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die ihnen selbst ein paar Tage später mehr als fragwürdig wird, wenn sie dann unter dem Kreuz stehen werden. Und eine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die bis heute von vielen immer wieder in Frage gestellt oder gar abgelehnt worden ist und abgelehnt wird. Die Pharisäer damals sehen keinen Grund zum Jubel. Sie sehen keinen Grund, Jesus, den erwarteten König, den Messias in ihm zu sehen. Was sie sehen, ist ein armer Wanderprediger, der ein paar Leute um sich geschart hat. Ein Wanderprediger, dem man ein paar Wunder zuschreibt und der mit seiner Botschaft von Gottes Gerechtigkeit Unruhe stiftet. Unruhe, weil er die Mächtigen und Herrschenden gegen sich aufbringt, indem er ihr Tun, ihre Ausbeutung, ihre Unterdrückung der kleinen Leute als gottlos und ungerecht beschreibt. In den Augen der Pharisäer ist das Ganze eher eine Posse, die man schnellstmöglich beendet, bevor Schaden entsteht. Und deshalb appellieren sie an Jesus, die Jünger zur Ruhe zu ermahnen. Nur Jesus tut ihnen diesen Gefallen nicht. Er sagt: Meine Jünger haben recht mit dieser Sicht. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Sie haben recht damit, wenn sie Gott dafür loben, dass er durch mich zu euch spricht, dass Gott spricht und handelt durch meine Worte und Taten. Und sollte es euch gelingen, meine Jünger oder mich zum Schweigen zu bringen, dann werden eben die Steine diese Botschaft in die Welt hinausschreien. An dieser Situation hat sich bis heute nicht viel geändert. Und da hat auch Ostern nicht viel und wirklich etwas verändert. Denn die Auferstehung Jesu ist ja kein objektiv belegbares Ereignis, nichts, was man unbestreitbar historisch dokumentieren und beweisen könnte. Historisch sicher ist nur, dass die Jesusbewegung, anders als von seinen Gegnern erwartet, mit der Kreuzigung eben nicht am Ende war, sondern an Ostern ganz neu durchgestartet hat, weil die Jüngerinnen und Jünger Jesu berichteten, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind, dass Gottes Liebe ihn aus dem Grab gerufen hat. Ihr Glaube, ihre Überzeugung, dass Gott diesem Jesus dann doch Recht gegeben hat, Ja zu ihm gesagt hat, das war der Startpunkt für diese neue Bewegung. Aber alle, die bis heute das Recht des Stärkeren, das Recht des Besseren und des Klügeren vertreten, alle, die finden, dass die Welt so, wie sie ist, sein und bleiben soll, denen ist und bleibt die Botschaft Jesu ein Dorn im Auge. All die, die sagen, selber schuld, wenn es einem anderen schlecht geht, all die, die auf die Armen und Elenden voll Verachtung
und vielleicht mit ein bisschen Mitleid herabschauen. All die tun sich schwer mit dem, was Jesus gesagt und getan hat. Sie tun sich schwer, ihn anzuerkennen und seine Botschaft, mit ihr etwas anzufangen. Sie tun sich auch schwer damit, dass Jesus in jedem Menschen, egal ob groß, ob klein, ob reich, ob arm, ein Kind Gottes sieht, dass jede und jeder für ihn gleich liebenswert ist. Sie tun sich schwer mit seiner Forderung nach Gerechtigkeit und der Forderung, den Schwachen beizustehen. Sie tun sich schwer, wenn Jesus sagt, das will Gott und nichts anderes. Und auch religiös von den Frommen gibt es Widerspruch. Die Botschaft Jesu von Gottes Barmherzigkeit, von seiner Vergebung, von seiner Liebe, ist all den Moralaposteln ein Dorn im Auge. All den Moralaposteln, die eine Religion der Perfekten möchten und all die anderen gern moralisch klein machen möchten und beherrschen möchten. Der Islam kann mit dieser zentralen Botschaft Jesu von der Vergebung und Erlösung durch Liebe bis heute wenig anfangen. Auch Buddhismus und Hinduismus mit ihrer Lehre von der Selbsterlösung stehen da in gewisser Weise quer zu dieser Botschaft. Die Botschaft Jesu, sie ist und bleibt einerseits viel zu menschenfreundlich, viel zu gut zugewandt und liebevoll, und auf der anderen Seite ist sie vielen viel zu radikal, rüttelt sie viel zu sehr an den Grundfesten von Herrschaft und Macht von Menschen über andere Menschen mit ihrer radikalen Forderung der Gleichheit eines jeden Menschen vor Gott. Da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn einige christliche Kirchen bis heute die weibliche Hälfte der Menschheit als weniger gleich betrachten als die andere. Widerspruch gegen diese Botschaft Jesu, ja Feindschaft gegen sie, gibt es bis heute. Und Benachteiligung und Verfolgung von Christinnen und Christen um ihres Glaubens willen sind leider schreckliche Gegenwart, die selbst von Amnesty und UNO offen angeklagt wird. Aber wie kann es dann sein, dass dieser Glaube an diesen Jesus Christus, an seine Botschaft von Gottes Liebe, von der Gleichheit und Gerechtigkeit, dennoch die größte Weltreligion hervorgebracht hat? Es kann sein, weil immer wieder glaubende Menschen diese Botschaft Jesu nicht nur mit Worten verkündet haben, sondern diese Botschaft tatsächlich gelebt haben, im Alltag gelebt haben, weil sie Vergebung und Barmherzigkeit nicht nur gefordert, sondern vorgelebt haben und anderen geschenkt haben, weil Glaubende sich für andere Menschen eingesetzt haben und einsetzen und weil immer wieder zu spüren war und zu spüren ist, dass das Leben und die Welt menschlicher und heller werden, wenn Menschen Jesus nachfolgen, tun, was er gesagt und getan hat, weil ganz persönlich und überzeugend durch solche Menschen spürbar wird, wo so gelebt, wo so geredet, wo Menschen so miteinander umgehen, da ist Gott gegenwärtig. Die Kirchen als Organisation und Institution sind vielleicht nicht immer perfekt, aber wo sie sich auf die Botschaft Jesu, auf die Heilige Schrift immer wieder neu besinnen, auf Schrift und Bekenntnis, wo sie immer wieder neu suchen und fragen, wie diese Botschaft Jesu heute gelebt werden kann, da können sie auch und tun sie auch viel Gutes und bewirken mit ihrer Verkündigung und Seelsorge, mit ihrer sozialen Arbeit, dass Menschen die Gegenwart Gottes in dieser Welt spüren können, etwas von dem zugewandten, barmherzigen und liebevollen Vater Jesu Christi in ihrem Leben entdecken dürfen. Und wo das passiert, da wird das Lob Gottes laut. Da können Menschen einstimmen in das Lob Gottes, sich darüber freuen, dass Gott sich uns zuwendet. Und da kann dieses Lob nicht unterdrückt und klein gemacht werden. Unsere Kirchenmusik, unsere Lieder, Choräle und Psalmen sind großartiger Ausdruck dieses Gotteslobs. Und mancher Skeptiker und Zweifler hat durch diese Klänge und Töne der Musik schon den Weg zu Gott gefunden, etwas von Gottes Liebe gespürt.
Und deshalb lasst uns immer wieder neu dieses Lob Gottes anstimmen, auch in Corona-Zeiten, auch wenn wir es heute nicht selbst mit unserem Mund tun dürfen, sondern es stellvertretend für uns durch die kleine Gruppe der Musikerinnen und Musiker geschieht. Aber das Lob Gottes, es trägt etwas in diese Welt hinein, lässt spürbar werden, dass Gott uns zugewandt ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott, denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir dir singen als deine Gemeinde. Doch noch müssen wir leben in liedloser Zeit, verschlossen die Münder, stumm die Instrumente, hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber unser Gebet können wir dir sagen, gemeinsam vor dich treten und das vor dich bringen, was uns bewegt, was uns dein Geist eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen, und für die Menschen, die anderen dienen durch Therapie und Pflege. So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt, und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. So bitten wir dich, komm du uns entgegen, du unser Gott. Und so beten wir gemeinsam, wie es uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Abend und den morgigen Sonntag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Da schenke euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.